Und damit herzlich willkommen zu Resident Evil 7. Ich drücke nun auf Neues Spiel und wir legen los. Hey Baby! Ich wollte dir nur schnell Hallo und ich liebe dich sagen. Oh, gute Nachricht. Ich komme bald nach Hause. Yay! Ich kann es gar nicht erwarten, mit diesem Babysitter-Job fertig zu sein und wieder zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. Ich vermisse dich. Ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich, Ethan. Ich vermisse dich so sehr. Ich schicke dir 1000 Küsse. Tschüss, Baby. Ethan, du hattest recht. Ich hab dich angelogen. Das war falsch, aber ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht, such mich nicht. Hey, hier ist Ethan. Oh hey, alles in Ordnung? Du warst auf einmal verschwunden? Ja, ja, nein, mir geht's gut. Mir geht's gut. Es ist Mia. Sie ist nicht tot. Sie lebt. Sie ist zurück. Sie wurde gefunden? Wie? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Tja, ich weiß nicht wie. Aber sie ist zurück. Wieder zurück. Vielleicht ist es ein Scherz. Sie will, dass ich komme und sie hole. Wo ist sie? Dalvi. Dalvi, Louisiana. Mann, es sind jetzt 3 Jahre. Ich weiß. Aber was, wenn sie es ist? Ich muss rausfinden, was passiert ist.
Also laut unserem Rückspiegel sind wir noch unterwegs. Errungenschaft freigeschaltet, sie lebt. Hier sollte es sein. Wow, also. Sorry, aber. Anzeige. Kamera schwanken. Nein. Fadenkreuz, okay. Grafik. Nicht, das ist, sorry, aber Steuerung. Okay. Es ist okay. Ich sag mal nichts dazu. Vielleicht ändert sich das noch. Okay, nein, warte. Ich mache eine ganz kurze Pause. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie ändern kann. Bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Viel besser. Mia finden. Also es sieht schon ganz cool aus, aber irgendwie finde ich die Grafik so komisch. Liegt das jetzt an mir? Okay, ich guck noch mal ganz kurz was. Okay. Was haben wir denn hier? Sewer Gators. Sneak into a Louisiana Ghost House. In ein Geisterhaus von Louisiana einschleichen. Also Sewer Gators Episode 17, das sind wohl Geisterjäger. Schließ dich uns an. Okay. Und diese Geisterjäger haben wir. In der Demo und Teaser haben wir die schon gesehen, haben wir die schon kennengelernt. Ist hier noch irgendwas? Habe ich irgendwas übersehen vielleicht? So wie immer eigentlich. Simpligan. Schön, dass hier nochmal ein bisschen Werbung drauf ist. Finde ich super. Nimm ihre Gabe an. Accept her gift. Okay. Uah. Stinkt hier drin, ey.
Hallo? Push-Kurs. Okay. Oh, hier brennt's. Oh. Ich habe euch ja gar nicht gesehen. Hallo. Der Schatten sieht doch so komisch. Sag mal, irgendwas stimmt doch hier nicht mit der Grafik. Also, bevor ich die zweite Folge aufnehme, gucke ich nochmal. Aha, Errungenschaft freigeschaltet. Also das Aha, weil die Errungenschaft heißt Aha. Okay, mehr können wir ja nicht nehmen. Nicht irgendwie das Handy mitnehmen oder so, nein. Also wir haben jetzt, wir wissen jetzt, irgendjemand ist hier gewesen. Wenn ich mir den Schuh so angucke, lebt die Person, glaube ich, nicht mehr so ganz. Wo können wir da irgendwann hin? Ich würde da wahnsinnig gern hin, von oben einfach mal gucken, wenn die Grafik okay ist. Ist das Haus von Sewer Gators? Also ich glaube schon, aber irgendwie ein anderer Eingang. Das war noch nicht so, oder? Also ich kann mich schon erinnern, dass wir hier so lang gegangen sind. Das ist der gleiche Eingang, nur die Schaukel stand da noch nicht und da war es noch nicht so zugewachsen. Das heißt, dass die Sewer Gators hier waren schon sehr lange her. Nur wissen wir, was mit den Sewer Gators passiert ist. Heißt, wollen wir da überhaupt reingehen? Warte mal. Das ist das am Ende von der Demo, wo man rauskommt und dann der Vater oder der Typ da, der sagt, willkommen in der Familie, wieder reinzieht. Das heißt, der Typ, der da gerade lang gegangen ist, ist der Vater, der uns am Ende reingezogen hat. Wir sollten hier echt nicht sein. Oh, das Türöffnen ist ja sehr eklig. Hieran können wir uns noch erinnern. Wir haben jetzt die E-Mail von Mia und wir haben den Führerschein von Mia. Er ist mit einer seltsamen schwarzen Substanz überzogen. Na super.
Die Küche. Sag mal, das Licht hier, das sieht doch total komisch aus den Schränken. Irgendwas kann hier nicht stimmen. Irgendwas ist hier nicht ganz richtig. Ich guck später nochmal. Oh, sind da schon wieder so eine Viecher drin wie in der Demo? Bitte nicht. Oh, Mist! Oh, Alter. Leck mich. Ich erschreck mich schon nur, weil ich gegen den Stuhl lauf. Wer möchte lecker Maden? Hallo, lieber Vogel. Möchte jemand ein bisschen Spaghetti? Oder weiß nicht, was das andere ist? Oder möchte jemand Kijimosso? Möchte jemand Kijimosso? Mosu, ich hab keine Ahnung, was es ist. Kijimosso. Oder Gamizi, möchte jemand Gamizi? Ich glaube, Gamizi ist für Katzen. In 2 Jahren, mehr 20 vermisste Personen. The Country? Nee, keine Ahnung, irgendwas mit Daily. Ghosts wurden gesichtet, also Geister wurden gesichtet in Bayou. Oh, das ist echt eklig. Wieso habe ich mir die Vollversion... Alter, diese Stühle. Wieso habe ich mir die Vollversion geholt? Ist das nicht Schmiapia? Okay. Okay, brauchen wir was für die Schokolade? Alter, alles bewegt sich. Gar nicht gut. Schönes Foto. Glaube ich. Keine Reaktion. Befallenes Haus. Oh, ist mein eigener Schatten. Alter, dieses Spiel, ne? Das gehört alles noch nicht mehr zum Spiel, diese Erschrecksachen, und ich erschrecke mich trotzdem schon. Okay, hier können wir speichern. Blip. Okay, wir wissen ja, wo wir die Kassetten abspielen können. Oh, das Tür öffnen ist wirklich eklig. Errungenschaft freigeschaltet hinter verschlossenen Türen. Sag mal, was ist denn los hier? Hier fehlt eine Sicherung, eine Fuse. Für die Stairs. Okay, dann können wir die Stairs auch benutzen. Oh, Klavierspiel. Natürlich, genau wie in der Demo. Nur in der Demo stand das Ding... Da drüben, glaube ich, oder? Nee. Ach, ich weiß auch nicht.
Da liegt was. Oh Gott. Fliege. Fliegen geht weg. Okay, ist eine Zelle. Was auch immer die Zelle zu bedeuten hat. Vielleicht gibt es ja irgendwo eine Zelle in dem Haus. Hier liegt eine Frau, vielleicht Mia und der Vater. Das ist Mia. Das sind wohl die Eigentümer. Also mal ganz... Klappe. Also mal ganz ehrlich. Die Frau. Okay. Die Kinder. Okay. Aber wie sieht denn bitte dieser Mann aus? Was hatte sich die Frau dabei gedacht? Ich meine, okay. Wir wissen ja eigentlich schon, dass wir hier den Henkel haben, durch die Demo. Alter, aber wir müssen natürlich erstmal das Video gucken. Eine Videokassette, die Aufschrift lautet Verfallenes Haus, Dolby, 1. Juni. Jetzt halte ich kurz die Klappe. Diesen Typen her. Mach mal halblang, Pete. Hey, ich arbeite nur mit Profis. Apropos, pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Es ist 2 Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Der neue Typ? Ich seh's nicht. Schon wieder? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen. Neuer Plan. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren, danach filmen wir das Intro. Genau, wie immer also. Nur, sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Heute bei Sewergators. Ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Verzückt. Okay, das kennen wir schon. Und wir sind doch hier reingekommen, bei den Sewergators, wie es aussieht. Laufen wir? Okay, los geht's. Mach mal Platz da. Verschlossen. Nach dir. Warum sind wir diesmal in der Hölle? Geiler Arsch. Probst du auch mal? Okay. Was proben? Dieses Haus, gruselige Geräusche. Spukt es hier? Lass mich durch. Ich will als Erster sein. Ich bin immer Erster. Oh. Leck mich. Ich war Chefmoderator. Vertretung, Pete, nicht Chefmoderator. Was sagst du? Nichts. Wo geht's hier, André? Verlassenes Farmhaus, vermisste Familie, Verbrechen vermutet. Ich bewege mich nicht, er schiebt mich. Er schiebt mich, ich bewege mich. Wie lange soll der Ort hier schon verlassen sein? 3 Jahre. Herr Clancy, mach davon eine Einstellung. Gib einen tollen Zwischenschnitt. Also, ein Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Bakers. Jack und Marguerite Baker. Und sie waren still, nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas. Offenbar ein schwarzes Schaf. Ach, Mist! Warum habe ich nur meine guten Schuhe angezogen? Geh da nicht lang. Oh, Scheiße. Gut, dass ich geimpft bin. Obwohl, das wäre ein toller Hintergrund. André, was meinst du? André! Clancy, weißt du, wo André hin ist? Ja, hier. Der ist so doof und ist da lang gegangen. Wo ist der? Echt unglaublich! Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Ich meine, Produzenten kommen und gehen, aber ein Kameramann wie du, Clancy, du bleibst bei mir. So ein Arsch. Naja, ich bleib bei dir. Ich schaue mich nur ein bisschen um. Schick, schick. Was war das denn? Ich weiß es nicht. Nein. Geh weg da. Wir gehen da nicht rein.
Wir gehen da nicht rein. Na, wir gehen. Andre! Ich hab dich ja gewarnt. Zum Teufel ist der! Du gehst gleich die Leiter runter. Ich mach das nicht. Nicht schon wieder. Ich musste schon in der Demo. Andre, wo bist du, Mann? Das sind wohl die Leute, von denen Andre geredet hat. Was zur Hölle? Soll das ein verdammter Witz sein? Er ist da. Okay, neuer Plan. Wir finden Andre und gehen. Ich meine, scheiß auf die Sendung. Da ist Andre. Hey, Andre. Ich gehe schon mal vor. Du zuerst. Brauch eine nette Einstellung, wie ich die Leiter runterkomme. Also, du zuerst. Na klar, so wie immer also. Ich sehe mein Thumbnail. Da hing mein Thumbnail am Haken. Mann! Okay. Bevor wir da durchgehen. Ich speichere. Sag denn schon mal, in der nächsten Folge werden wir uns mal ansehen, ob wir den Andre noch mal finden können. Ja, aber erst in der nächsten Folge, also falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, so wie immer und so. Und ja, ihr wisst ja, wie das geht, also ja, haut rein und ciao.